Es gibt viele, viele Sachen zur Ernährung. Sie haben es bei dem Thema der Krebsentstehung, haben Sie es schon gehört. Krebsentstehung, meiden Sie Zucker. Meiden Sie Zucker bitte in jeglicher Form. Das heißt, ich bin ein großer Freund der Smoothie-Kultur. Machen Sie lieber Gemüsesäfte als Fruchtsäfte, aber Fruchtsäfte sind auch okay. Natürlich enthält das Fruchtzucker, aber dieser Zucker ist jetzt nicht so sehr gemein. Meiden Sie tatsächlich, also die raffinierten Kohlenhydrate, lassen Sie bitte alles an verpackten, nicht natürlichen, künstlich konservierten Nahrungsmitteln weg. Kaufen Sie Bio ein. Sie brauchen, wenn Sie irgendwas nicht brauchen, sind das jetzt zusätzliche Schadstoffe, Pestizide. Wir nehmen unsere ganzen Toxine, haben ja wirklich mit diesen Pestiziden, Insektiziden zu tun und mit den chemisch veränderten Substanzen. Stellen Sie das Rauchen ein. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, im Rauchen aufzuhören, dann rauchen Sie mal eine Luftzigarette. Und dann vergleichen Sie mal die echte Zigarette und die Luftzigarette. Bei beiden, das macht keinen Unterschied. Wenn ich das mache, wird da oben Dopamin freigesetzt. Das ist mein Belohnungssystem. Wir haben uns nur programmiert, dass wir das unbedingt mit einer Zigarette machen müssen. Aber wenn Sie ein schlechtes Verhalten ersetzen wollen, wenn Sie ein schlechtes Verhalten loswerden wollen, ersetzen Sie etwas durch was Besseres. Wenn Ihre Frau Sie verlässt und Sie sind todunglücklich, Sie werden die Frau verlassen, sobald Sie wieder verliebt sind, sobald Sie wieder glücklicher sind. So ist das hier auch. Eine Luftzigarette ist einfach eine Möglichkeit, tief Luft zu holen und das einfach ein paar Mal zu machen. Das heißt, Sie hören nicht auf, Sie nehmen sich nicht etwas. Das ist eben, weil das haben Sie ja 100.000 Mal programmiert, dass Ihnen das gut tut. Das sollen Sie auch weitermachen, nur dann nehmen Sie halt eine Luftzigarette. Und Sie werden merken, irgendwann wird Ihnen das gar nicht mehr so sehr fehlen. Also wie gesagt, ein schlechtes Verhalten durch ein besseres zu ersetzen. So gilt es mit allen Süchten. Es gibt witzigerweise zu dem, was ich eben zum DMT oder dem Ayahuasca erzählt habe, ein Dr. Strassman, es gibt auch einen Film, der heißt DMT, The Spirit Molecule im Netz, der hat tatsächlich richtig wissenschaftliche Untersuchungen mit denen gemacht, mit psychiatrischen Patienten. Heroinpatienten sind nach einer Behandlung, also es gab die Fälle, Heroinpatienten sind nach einer Behandlung mit diesem DMT, mit diesem Ayahuasca, haben die ihre Heroinsucht aufgegeben. Deswegen sage ich nicht, nehmen Sie Drogen, ich sage, setzen Sie sich mit etwas zusammen, auseinander, möglicherweise, was Ihnen vielleicht hilft, Ihr Bewusstsein zu erweitern, was in anderen Ländern legal ist. Tun Sie es natürlich bitte nicht in Deutschland, es ist illegal. Und natürlich sollte man das auch nicht tun. Also darum, ich distanziere mich natürlich davon in heftigster Weise, aber es ist eine Möglichkeit, quasi mal für sich etwas zu entdecken, was wo man sozusagen keinen anderen braucht, wo man mal auf die innere Stimme hört. Wenn Sie Ihre innere Stimme so hören, brauchen Sie das nicht. Natürlich nicht. So, dann kommen wir, lassen Sie Mikrowelle weg. Natürlich alles, was in der Mikrowelle erhitzt wird, denaturiert. Es gibt jetzt verschiedenste Modelle. Sie können sich natürlich, die einen vertreten die Rohkost, die anderen das vegane Modell, die dritten die Makrobiotik. Es gibt aber verschiedene Therapeuten, wie Gerson, Budwig, Frau Schatterlova und Herr Koi. Das sind vier Therapieformen, die nachweislich Krebs erfolgreich behandelt haben. Also Gerson, Budwig, Max Gerson war ein Amerikaner, Budwig war eine Deutsche. Herr Koi, C-O-Y, ist ein Deutscher, der eine Krebsernährung gemacht hat. Und Frau Schatterlova, die hat, ganz erstaunlich, die hat einfach eine Fastennahrung, natürlich auch nur mit Rohkost. Und im Prinzip bei allen gemeinsam ist biologisch Rohkost, oder Rohkost hat einen großen Aspekt, viele Suppen. Kochen Sie also Gemüsesuppen, Gemüsebrühen, nehmen Sie Ihre Smoothies. Smoothie finde ich deswegen so toll, Sie können Ihr Obst reinpacken. Keiner am Tag von uns isst fünfmal Obst, aber man macht Saftkuren. Und in den Saftkuren bei der Gerson-Diät werden bis zu 15 Liter Säfte, bis zu 15 Kilogramm Obst und Gemüse am Tag verwandt. Gemüsesäfte haben noch eine höhere Wirkung. Kaufen Sie sich das Buch Krebszellen mögen keine Himbeeren. Es gibt einen Professor, Beaulieu heißt er, glaube ich, ein Kanadier, der hat einfach mal untersucht. Es geht nicht so sehr um die Krebsheilung, sondern um die Verhinderung der Krebsausbreitung, indem man die Bildung der Blutgefäße, die Angiogenese, hemmt. Und dort hat er quasi sehen können, dass also Kurkuma ist eine wahre Wundersubstanz. Ingwer, Knoblauch, Bärlauch, Koriander, Himbeeren, Brombeeren,
Brokkoli, Kohl, schwarze Schokolade, es gibt verschiedene Heilpilze, Steinobst, also Pfirsich, Kirschen. Ich werde noch das eine oder andere vergessen haben, dass daraus, dass die einen irrsinnigen Effekt über ihre sekundären pflanzlichen Inhaltsstoffe haben. Nutzen Sie das für sich. In den Smoothies, ich mache das selber, ich mache mir jeden Tag meine Smoothies. Die sind häufig so mittelmäßig lecker. Also das Obst schmeckt süß, aber da kommen verschiedene Bitterstoffe rein, es kommen Mandelkerne rein, Ingwer, Kurkuma. Es gibt ja ganz viele Power-Superfoods. Alles, was Sie lesen, was gegen Krebs wunderbar sein soll, können Sie sich bei Amazon kaufen, kostet manchmal 10, 15 Euro in Bio-Qualität als Pulver. Dann packen Sie sich die Pulver rein. Sie können sich 10, 15 verschiedene Pulver von Heilsubstanzen, können sich da reinpacken. Das heißt, Sie sind, Ihr Smoothie wird am Tag, wird Ihre große Heilsubstanz. Machen Sie sich mit der Gerson-Budwig-Diät, machen Sie sich schlau. Es geht darum, hochwertige Öle zu nehmen. Also meiden Sie Sonnenblumenöl, meiden Sie Distelöl, meiden Sie konventionelle Öle. Meiden Sie Margarine auf jeden Fall. Margarine ist ein reines Produkt mit Transfetten. Es enthält bis zu 60 Mal mehr Omega-6, also als Butter. Wir müssen die Omega-6-Zufuhr stoppen. Das heißt, es macht Sinn, dem Körper gutes Omega-3-Öl zu geben. Leinöl hat eine gute und Weizenkeimöl hat eine gute Bedeutung, aber auch Fischöl. Nur das Fischöl, da sollten es Konzentrate sein, die kalt destilliert sind, die von Schwermetall gereinigt sind. Nur die haben den hohen Anteil von EPA und DHA. Das hat das Leinöl gar nicht. Kokosöl hat eine große Bedeutung. Olivenöl. Olivenölblätter werden zum Beispiel gegen Pilze verwandt. Olivenöl hat auch in einigen Studien durchaus eine positive Wirkung auf Tumoren. Entsäuern Sie, entschlacken Sie. Also sehr viel basische Stoffe. Also da gibt es vieles, vieles an Büchern. Nochmal, wenn der Wunsch an mich herangetragen wird, ein Buch über sowas zu schreiben, werde ich mit Sicherheit auch dazu überschreiben. Aber das sind alles Sachen, die finden Sie auch. Also gucken Sie nach Gerson Budwig, das Internet ist voll. Das nächste hat zu tun, ich habe so eine Scanliste, ich gehe mal so ein paar Substanzen durch, die ich da häufig scanne, dann auch finde. Das nächste hat zu tun mit der Entgiftung. Entgiftung, ich habe schon eben darauf hingewiesen, wir haben eben ganz viele Toxine, und zwar welche, die nicht akut toxisch sind, sondern die chronische toxische Belastungen machen. Das erste ist gutes Wasser. Besorgen Sie sich bitte einen guten Wasserfilter. Da gehen die Meinungen auseinander, muss es ein Umkehrosmosefilter sein. Weiß man nicht, da ist das Wasser von allem gereinigt. Wenn man aber hinten dran wieder also eine Mineralkomplexstufe macht, dann wird das Wasser wieder mineralisiert. In der Natur kommt es mineralisiert vor. Man kann gutes Wasser kaufen, das ist sowas wie St. Leonhard, also sogenannte artesische Quellwässer. Gutes Wasser hat einen leicht basischen pH-Wert. Man kann aber auch verschiedene, ich habe bei mir zu Hause, ich nenne einfach meinen Namen, AlkaStream, AlkaFlow. Es gibt aber auch G-Water, Pi-Water. Es gibt also verschiedenste Wassersysteme. Meine Schwägerin schwört auf Granda. Ich habe mir noch ein sogenanntes Ski-Home-System nochmal aktiviert, wo auch das Wasser auch energetisiert wird. Wo es gibt sozusagen die Lichtwässer, das sind die heiligen Quellen aus Lourdes, Fatima, die quasi auch ein gewisses Frequenzspektrum haben. Es macht also Sinn, das Wasser zu reinigen. Sie können Kristalle reinpacken, Sie können dieses hexagonale Wasser versuchen herzustellen, von dem Sydney Pollack, von dem ich eben sprach. Packen Sie nochmal Ihre Kristalle rein, also Rosenquarz, Bergkristall. Amethyst, das sind so Sachen, die tatsächlich einfach auch wohl die innere Struktur des Wassers tatsächlich verändern. Herr Pollack hat da wirklich Untersuchungen drüber gemacht. Und ansonsten kann man es halt kinesiologisch testen. Und bebeten Sie Ihr Wasser, besingen Sie Ihr Wasser. Schauen Sie sich mal mit dem Wasser die Masaru Emoto an. Wir bestehen zu siebt, also die Bücher von Masaru Emoto. Sie können Ihr Wasser auch auf eins seiner Fotos stellen. Wasser nimmt Schwingungen auf. Gucken Sie sich den Film Water an. Da wird vieles davon erklärt. Wasser ist möglicherweise sowas selber wie ein Lebensmittel in uns, ein lebendes Mittel. Also hat möglicherweise selber eine Intelligenz. Wasser speichert unsere Gedanken, speichert unsere Informationen. Es macht Sinn natürlich, wenn wir alte Informationen im Körper haben, die durch Toxine beeinflusst sind, neues Wasser dem Körper zu geben, dass die alten Toxine den Körper verlassen. Wasser, da wir zu 70% aus Wasser bestehen, ist das Entgiftungsmittel Nummer eins. Dann geht es um, ich nenne es mal Zeolite. Zeolite ist ein Lavagestein, das quasi, wenn es auf Wasser trifft, winzige Wassereinschlüsse macht. Und wenn das klein geraspelt wird, dann kann das verschiedene Toxine und Schwermetalle rausholen. Es gibt ein Zeolithpräparat, das ist nanonisiert in Amerika von Maiwaiora, nennt sich Natural Cell Defense. Die haben eine Studie gemacht mit 40 Patienten, die hochmetastasiert waren. 20% haben die Studie nicht überlebt über 3 Jahre, aber die überlebt haben, waren danach krebsfrei. Gucken Sie nach Algen, Chlorella, Spirulina.
Es gibt Alpha-Liponsäure, dann gibt es Sachen, mit denen sie quasi die Leberentgiftung anregen, also Silimarin, Silibene, Herbanest, Metaheptacol. Einige nutzen Kaffeeeinläufe, also holen sich dann ihre Gato-Set für 15 Euro aus der Apotheke und nehmen Bio-Kaffee und machen immer mal wieder Bio-Kaffee-Einläufe. Für mich ist das nichts, aber ich habe es ausprobiert. Also wenn das für mich notwendig wäre, würde ich es tun. Nach dem Thema der Entgiftung, es gibt einige Substanzen, die sehr positiv testen. Auch nicht bei jedem Tumor, also das muss man schon immer mal wieder ein bisschen individualisieren. Aber ein Hinweis sind die Enzyme. Und zwar gibt man, wie schon gesagt, die Pankreasenzyme, weil die ja möglicherweise nach diesem Modell eben diesen quasi die weitere Tumorentwicklung verhindern. Die verhindern vor allem auch die Adhäsion, also das heißt, dass eine Tumorzelle metastasieren kann, sich woanders anheften kann. Und sie demaskieren die Tumorzelle, die sich also aufgrund der Übersäuerung auch mit Hyaluronsäure und Fibrin vor dem eigenen Immunsystem schützt. Dazu gibt es verschiedene Präparate, das sind Megazyme, kostet glaube ich um die 20 Euro bei Amazon. Das Wobenzym, das Flogenzym, das Bromelain oder das Wobemugos. Eins von denen reicht, macht aber auf jeden Fall einen ganz wichtigen Hinweis. Es gibt dann noch das sogenannte Beta-Glucan. Das benutzen die Flora-Apotheke. Damit habe ich keine Erfahrung. Das soll noch eine Krebszellmarkierung machen. Nach den Enzymen kommen wir jetzt zu dem Wirkstoff Vitamin B17. Das ist nicht wirklich ein Vitamin, es ist ein sogenanntes Nitrolizamid. Eine sehr, sehr umstrittene Substanz. Wenn Sie im Netz mal gucken, die Substanz kennt man schon von seit 100 Jahren, oder ich glaube 1840 rum hat, glaube ich, Justus von Liebig schon die Wirksamkeit auf Tumorzellen festgestellt. Angeblich soll auch Ronald Reagan damit behandelt worden sein. Und eine Substanz, die von einem Herrn Dr. Griffin und einem Dr. Krebs sehr propagiert worden ist. In Amerika gibt es, wenn man diesen ganzen Geschichten, die da im Netz kursieren, Glauben schenken darf, gab es Studien auch der FDA, die tatsächlich deutliche Erfolge gezeigt hat und daraufhin angeblich wohl abgebrochen worden sein soll, bis es dann später Gegengutachten gab. Dieses Nitrolizamid oder B17 oder auch die Namen sind auch Amygdalin oder Laetril, ist ein Bitterstoff, der Cyanid und Benzaldehyd enthält. Damit wird auch immer sehr viel Angst gemacht, dass sozusagen wir uns damit vergiften. Und der ist enthalten eben in Hirse, in Aprikosenkernen, in vielen Trockenobstgeschichten, in vielen Korbblütlern sozusagen, also in den Kernen, Mandelkerne. Und die Idee ist eigentlich, dass das eine Substanz ist, die uns eigentlich heutzutage fehlt, weil sie aus der Ernährung verschwunden ist. Also er hat es gesehen, dass tatsächlich also die Indianer relativ selten Krebs bekamen. Und da führte das auf die Ernährung zurück. Und die haben nun also viel mehr, auch wie andere Kulturen, eher Hirsebrot. Früher unsere Großmütter haben ja auch häufig noch, wenn sie die Marmelade gemacht haben, die Kirschkerne haben sie dann gemahlen und auch noch mit in die Marmelade mit reingetan. Das alles passiert heute nicht mehr. Auch bei den meisten Kernen werden die Bitterstoffe weggezüchtet. Also deswegen ist auch immer ein Kriterium, ein Aprikosenkern, den sie da zu sich nehmen, der muss tatsächlich bitter schmecken. Dieses B17 kann man also über den Mund nehmen als Aprikosenkerne, als bittere Aprikosenkerne. Es sollte man langsam mit anfangen, mit 1, 2, 3 Kernen, um dann auf maximal möglichst 30, 40 Kerne zu gehen. Ich habe selber schon mal 30, 40 probiert, mir ist da nichts passiert. Dieses Nitrolizamid enthält ein Benzaldehyd und ein Cyanid, eine Cyanidverbindung, die für die normalen Zellen völlig ungiftig ist, weil sie erst durch ein Enzym, das in den Krebszellen vorkommt, durch eine Glucosidase quasi aktiviert werden. Während die normalen Zellen haben eine sogenannte Rhodanese, die das Cyanid in Thiocyanat und das Benzaldehyd in Benzoesäure umwandelt, zwei für den Körper sogar nützliche Substanzen. Nichtsdestotrotz ist es heftigst diskutiert. Es testet und vereinzelt. Ich habe keinerlei Erfahrung mit der intravenösen Anwendung. Weiß aber, dass die Flora-Apotheke in Hannover quasi auch mit Genehmigung in Reinstform das herstellt. Man kann es also quasi intravenös, also bei ihm da beziehen und dann intravenös applizieren.
Es gibt Anwender, also bekannt ist vor allem der Dr. Puttich, also Puttich, ich glaube, er ist in Darmstadt, ich bin mir nicht ganz sicher, der da sehr viel Erfahrung damit hat. Man kann die Flora-Apotheke auch anrufen. Also man geht davon aus, je nach Tumor, aber eben halt bei Tumoren vor der Chemotherapie, dass es da Heilquoten von bis zu 60% geben soll. Das Ganze wird auch gerne mit diesen Enzymen kombiniert, weil das ist die Sache verstärkt und es wird auch tatsächlich auch mit der Hyperthermie verstärkt, also mit der Hyperthermie kombiniert, weil einander diese drei Kombinationen sehr, sehr verstärken sollen. Zur Prophylaxe nimmt man die Aprikosenkerne. Man sollte die quasi im Mund nicht allzu sehr zerkauen, weil das Cyanid, das freigesetzt wird, quasi sonst abgeatmet wird. Und das soll quasi im Körper entsprechend wirken. Weiter gibt es noch die an Kräutern, ganz spannend, die Hoxsey-Kräuter und die Essiac-Kräuter. Hoxsey schreibt man H-O-X-S-E-Y und Essiac E-S-S-I-A-C. Die Essiac-Kräuter, beides kann man tatsächlich, gibt es nicht mehr eine Originalsubstanz. René Cassay, der rückwärtige Name schriebe von Essiac, die hat quasi auch von Indianern verschiedene Kräuter zusammengenommen, kann man aber auch über das Internet beziehen. Ich habe es bei Amazon, glaube ich, bei 20, 25 Euro gesehen. Und Hoxsey, der hat quasi ein krebskrankes Pferd gehabt, das selbst quasi rumgelaufen ist und sich verschiedene Kräuter zusammengesucht hat. Daraufhin hat er die Kräuter zusammengestellt und beide haben, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, nachweislich also mehrere tausend Patienten erfolgreich in den 60er, ich glaube 50er, 60er Jahren erfolgreich behandelt. Sie haben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemacht außer diesen Kräutern, aber das waren, glaube ich, die Herzstücke. Ich teste sie einfach. Ich mache es mir relativ leicht, wenn es testet. Es ist eine Substanz, es sind Kräuter, die sind nicht giftig, die kann man selber sozusagen nehmen. Schauen Sie doch mal, ob Sie das anspricht. Von den Tees, es gibt den grünen Tee. Das ist bekannt, dass mit die Katechine tatsächlich auch den Tumor, also den Nekrosefaktor, also den Nukleofaktor Beta, das ist sozusagen eine Substanz, die die Krebszellen beschleunigt, hemmt. Und da reichen drei Tassen grüner Tee am Tag. Achten Sie auch darauf, dass es Bio-Tee ist. Ansonsten sind viele Schwarztees und Grüntees mit Pestiziden leider enorm versetzt, gerade wenn sie aus China kommen. Dem Lapacho-Tee sagt man eine unglaubliche Wirkung nach. Er soll also quasi die Apoptose, die Zellzerstörung der Tumorzellen anregen. Auch Kombucha-Tee. Kombucha kann man sich auch selber quasi ansetzen. Damit es nicht dieser süße Kombucha, den man kaufen kann gemeint, sondern wirklich richtiger, echter Kombucha-Tee, das also quasi der fermentiert wird. Auch dem sagt man positive Wirkung nach. Lapacho allerdings soll stärker sein. Also wenn Sie jetzt verschiedene Tees haben, man kann auch die Essigkräuter, dann eben wie gesagt Lapacho, grüner Tee, eventuell Kombucha. Dann gibt es die Substanzgruppe, die Pflanze Astragalus. Auch die testet bei mir sehr, sehr häufig. Also scheint auch so eine der Wunderpflanzen zu sein, die angeblich die DNA-Kappen, die Telomerase, also die Telomere auch wieder verlängert. Also generell, also es ist eine Wurzel, eine generell lebensverlängernde Substanz. Dem Artemisinin schreibt der Professor Edinger eine große Wirkung zu. Artemisinin gibt es auch intravenös als Infusion, ist eine starke virostatische und auch parasitenhemmende Substanz. Möglicherweise ist so die Wirkung auch bei Krebs erklärt. Ich komme zum MMS, Magic Mineral Supplement, Jim Humble, das Internet ist voll davon, machen Sie sich schlau. Die nächste Substanz, die heftigst kritisiert und angegriffen wird. Natürlich benutze ich sie nicht, muss ich mal so sagen. Aber wenn sie testet, kann ich es Patienten empfehlen, sich damit selber mal auseinanderzusetzen. Bei einigen Patienten testet sie, ich habe sie auch selber angewendet. Das ist eine Substanz, es wird immer gesagt, es ist Chlorbleiche, das stimmt nicht. Wenn Sie sehr viel dazu wissen wollen, Sie können sich den Jim Humble im Internet angucken oder einen Dr. Kalkar, der hat ein Buch über sowas geschrieben, K-A-L-C-K-A-R. Der hat auch auf dem Spirit of Health Kongress Patienten, selbst mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs, also der eigentlich dem unheilbarsten, hat er dokumentiert, die damit verschwunden sein sollen. Ich kann es nur so weitergeben. Und zwar ist das quasi ein starkes oxidatives Mittel. Also das ist quasi wohl mit entsprechender Zitronensäure oder Tröpfchen Salzsäure, also in höchster Verdünnung, also nicht mal annähernd in einer Verdünnung, wie wir die Salzsäure im Magen haben, ein sogenanntes Natriumhypochlorid aktiviert, sodass Chlorgas frei wird. Dieses Chlorgas, da gibt es also verschiedene Aspekte, wird dann im Wasser gelöst, soll quasi oxidative Kaskaden freisetzen, also quasi dann Sauerstoff freisetzen,
die eben über diesen Mechanismus möglicherweise Parasiten oder auch Krebszellen, die eben kein antioxidatives System haben, schwächen oder zerstören sollen. Gibt es, wie gesagt, als Chlordioxid oder als MMS, hat sogar eine Zulassung als Wasseraufbearbeitungsmittel. Zum Dichloracetat kann ich nicht viel sagen. Die Flora-Apotheke verwendet es. Es gibt auch einiges, die da sehr viel mit arbeiten. Ich habe noch keinerlei Erfahrungen dazu. Teste es aber. Macht euch mal, kann man sich auch nochmal mit schlau machen. Kollegen von mir benutzen sehr gerne sogenannte THC-Öl. Es ist natürlich auch wieder eher nicht legal, also darf ich es offiziell nicht empfehlen. Aber das Internet ist voll und die Idee, selbst die Schulmedizin fängt gerade an, bei gewissen Tumoren THC-Öl, also was quasi aus dem Cannabisöl entsteht, zu testen. Es gibt sogenannte Endocannabinoid-Rezeptoren. Wir haben ja eigene Rezeptoren, nicht nur für das DMT, sondern eben halt auch für Cannabis und auch für Endomorphine. Also unsere Natur hat eigentlich schon vorgesehen, dass wir die auch entsprechend manchmal nutzen oder vielleicht unser Bewusstsein auch damit erweitern. Darf man mal so als Frage im Raum stehen lassen. Einige Anwender schwören drauf und ich kenne einige Patienten, die allein nur mit dem THC-Öl quasi ihre Tumorleiden überwunden haben. Ich habe auch hierzu, weil ich es ja offiziell nicht anwenden darf, auch keinerlei Erfahrungen. Dann kommen wir zu den japanischen Heilpilzen. Da gibt es den Lykozeps, den Hericium, Coriolus, den Agaricus, den Cordyceps und den Lai Chi und noch den einen oder anderen. Diese Pilze werden in China und Japan häufig statt der Chemotherapie eingesetzt, weil sie enorm starke immunmodulatorische Wirkung haben. Auch das, wie gesagt, teste ich im Einzelfall durch. Kommen wir zu Kurkuma und Pfeffer, habe ich schon erwähnt. Kurkuma ist kommt ja im Curry vor, ist ein gelbes Gewürz, wird aktiviert durch Ingwer oder schwarzen Pfeffer, also dadurch wird es bis zu 2000 Mal besser aufgenommen. Ist eine wahre Wundersubstanz, die eigentlich in keiner Therapie fehlen sollte. Kann man sich natürlich in Kapseln nehmen, aber man kann ihn auch selber quasi als Gewürz kaufen. Also nicht teuer, kostet 2-3 Euro als Biogewürz. Packen sich in ihre Smoothies oder ich habe in meinem Öko-Supermarkt gibt es Kurkuma frisch. Das packe ich mir jeden Tag in meine Smoothies zusammen mit Ingwer und manchmal ein bisschen grünen Pfeffer. Also ganz, ganz toll. Das nächste Substanz ist auch sehr bekannt oder hat auch sehr großen Erfolg, habe ich noch keine Langzeiterfahrung, hat aber ein paar Mal positiv getestet. Das ist Natriumbicarbonat mit Agavensirup. Natriumbicarbonat ist also das klassische Natron, Kaisernatron, Natronlauge. Also Hydrogencarbonat, der Puffer im menschlichen Körper, den Sie also für Pfennigbeträge bekommen. Mit dem können Sie sozusagen mal schön Basenbäder machen. So mit 3-4 Packungen lesen Sie mal 1,5 Stunden rein. Und Sie werden sehen, dass danach der pH-Wert im Wasser anders ist und Sie fühlen sich sehr entspannt. Aber man kann den auch mit dem Agavensirup auskochen. Das wird dann so eine zähe Melange. Ich habe selber probiert. Schmeckt echt eklig, weil natürlich das Natriumbicarbonat schmeckt nach Salz und der Agavensirup schmeckt süß. Das Ganze kombiniert man noch mit dem Metformin, ein Diabetesmittel, das den Zucker in die Aufnahme, also die Zuckeraufnahme in die Zelle, nämlich in die Krebszelle, stärkt. Wenn Sie also quasi dem Krebs den Zucker vorenthalten, stürzt er sich quasi auf diesen Agavensirup. Da gibt es richtig auch, und da hat man Untersuchungen darüber gemacht, dass man also sehen kann, dass die Tumoren tatsächlich, wenn Zucker kommt, fast 80-90% des Zuckers in sich hineinziehen. Und dann wird dieser Agavensirup hineingezogen und das Natriumbicarbonat in der Zelle frei, was sofort den pH-Wert verändert und zum Beispiel bei Pilzen, aber auch bei einigen Krebszellen tatsächlich die Auflösung der Krebszelle bewirken soll. Testet häufig positiv, ist billig schnell gemacht, kann man auf jeden Fall mal machen, ohne dass man irgendwie allzu viel fürchten muss, es sind keine giftigen Substanzen. Bei dem MMS und bei dem B17 hatte ich schon gesagt, da gibt es einfach ganz gewisse Grenzwerte. Bei dem B17 hatte man gesagt, glaube ich, bis zu 30 Aprikosenkerne. Bei dem MMS bitte auch das, was die Leute da empfehlen, einfach mal bitte dann auch wahrnehmen. Dann gibt es das Germanium, das in vieler Hinsicht immer mal wieder gehört. Ich habe damit keine Erfahrung. Es ist aber im sogenannten Hericium, in einem dieser Heilpilze enthalten. Und das Hericium testet häufig, also könnt ihr mir vorstellen, dass das Germanium auch das tut. Das sind so erstmal meines Wissens die Substanzen, die direkt auf den Tumor einwirken.
Dann gibt es natürlich den nächsten Aspekt, wir müssen den Energiehaushalt des Menschen stärken. Das heißt, alles, was die Mitochondrien stärkt, ist wichtig. Das heißt, an erster Stelle steht bei mir stehen die Mineralien. Mein liebstes Mineralpräparat ist das, jetzt sage ich einfach mal einen Namen, ist das Zelmin. Das sind Algen, die auch noch im Körper quasi anfangen, Sauerstoff zu produzieren, die alle 106 Elemente in der richtigen und Spurenelemente in der richtigen Aufteilung beinhalten. So fein gemahlen in also organischer Verbindung, dass sie zu 99,9% aufgenommen werden. Die gibt es auch als Dünger, da wirken sie Unglaubliches bei Pflanzen. Und damit steuern die Mineralien die Entgiftung, die Entsäuerung und eben steuern auch wiederum die Enzyme. Man kann die Enzyme im Körper wiederum über das sogenannte Rechtsregulat oder auch Regasaft kann man wieder aktivieren. Das sind also fermentierte, seine Flüssigkeit aus 20 fermentierten Heilpflanzen und Heilkräutern. Vitamin C ist sehr bekannt. Vitamin C ist schon seit Linus Pauling bekannt. Das ist eben die Tumorausbreitung hemmt, es wirkt antioxidativ und scheint in höheren Dosierungen sogar auch einen tumorstatischen, vielleicht sogar auch einen tumorzerstörenden Effekt haben. Anwender gehen hier von 10, 20, 30 Gramm sogar aus. Ich habe mit diesen hohen, also wenn man schluckt, ist die Anwendung begrenzt, weil irgendwann kriegt man Durchfall. Aber selbst das, was man ausscheidet, ist ein wasserlösliches Vitamin, wird nach Untersuchungen wohl auch reduziert. Also man kann es eben bis im relativ hohen Bereich machen. Intravenös, der Coldwell spricht davon, dass man es intravenös, wir geben es in Deutschland eigentlich so in 10 Gramm, 20 Gramm. Er sagt sogar, dass man es teilweise bis 100 Gramm machen kann. Ich habe das noch nicht erlebt, ich wäre damit auch ein bisschen zurückhaltend, aber soll in diesen hohen Dosierungen durchschlagende Erfolge haben. Ähnlich wie auch Vitamin D. Es gibt, wenn man Vitamin C oral schlucken will, es gibt das auch als sogenanntes liposomales Vitamin C. Dass man quasi sich auch selber mit Soja und Baobab quasi zubereiten kann. Man kann es aber fertig kaufen, ist gar nicht so teuer. Wird dann quasi als wasserlösliches Vitamin an Fettträger gebunden und soll eine viel, viel höhere Resorptionsquote haben, also viel, viel besser in die Zelle gehen. Graviola ist noch eine der Wunderpflanzen, die ich mir jetzt mal geholt habe. Ich habe sie noch nicht getestet, also eine der Wundersubstanzen. Weiterhin für den Mitochondrien-Stoffwechsel sind noch bekannt Carnosin, Taurin. Dr. Rath verwendet das Lysin, auch zum Beispiel intravenös, um auch da nochmal die Ausbreitung der Tumoren im Bindegewebe zu unterbrechen. Vitamin B, Vitamin A sind bekannt, wird man entsprechend hochdosiert geben. Vitamin D. Dr. Coldwell, Vitamin D ist ein Vitamin, von dem wir wissen, das wird über die Sonne produziert, dadurch, dass wir auch in den nördlichen, in Deutschland eigentlich generell zu wenig Sonne haben. Wir müssten uns eigentlich, wenn wir uns ungefähr 40 Minuten in die Sonne setzen, produzieren wir fast 10.000 Einheiten Vitamin D pro Tag und das tut uns gut. Es führt dazu, dass das Kalzium in die Zelle eingebaut wird, es hält unsere Stimmung auf, es bringt Energie und es erhöht vor allem, das wissen die wenigsten, die Zellkommunikation, weil es auch den Kalziumeinstrom in die Zelle regelt. Diese Zellkommunikation scheint wichtig zu sein, weil man weiß, dass Menschen mit Vitamin D-Mangel deutlich erhöht, natürlich auch wenn sie ihre Depression haben, die neigen deutlich erhöht zu Tumorerkrankungen. Und Vitamin D ist da ein wesentlicher Spiegel. Es gibt das als Dekristol oder Bigantolöl. Es gibt es aber auch selbst nochmal gesehen mit 20.000 Einheiten pro Kapsel, auch bei Amazon für 15 Euro. Also ist nicht, man kann es kriegen. Es gibt das eben auch als pflanzliches Vitamin D. Ich habe selber mal, man kann es in Italien als Infusion kaufen mit 200.000 Einheiten IM. Ich habe das alles schon mal gemacht. Ich war also im Urlaub in Thailand, habe mir IM 200.000 Einheiten gegeben und habe dann nochmal mehrere hunderttausend einfach mal eine Zeit lang genommen. Und war danach mit einem Spiegel von 60. Normal ist 30 bis 70. Viele sagen, unter 50 sollte man es auf jeden Fall behandeln. Also das Gefahr dieser Überdosierung ist relativ gering. Nur wenn jemand quasi an eine sogenannte Hyperkalzämie neigt oder eine Überfunktion der Nebenschilddrüsen hat, dann muss man da mit Sicherheit aufpassen. Aber man kann da relativ viel von nehmen und das einfach mal bitte beim Hausarzt kontrollieren lassen. Ich mache das regelmäßig bei meinen Patienten. Vitamin D-Mangel hat fast jeder. Also muss man einfach so sagen. Da empfiehlt der Coldwell, spricht davon, 21 Tage lang 100.000 Einheiten pro Tag zu machen. Ist ein bisschen viel, aber wie gesagt, wenn wir 10.000 in der Sonne selber produzieren und man Vitamin D-Mangel hat, kann man mit Sicherheit einfach mal auf zwei, drei Wochen vielleicht 20.000 Einheiten nehmen, ohne dass man irgendwas riskieren muss. Aber lassen Sie natürlich sicherheitshalber die Blutwerte kontrollieren. Das kann man auch wieder mit dem Vitamin K kombinieren, dass es dann besser aufgenommen wird.
Dann gibt es das Q10 oder Ubiquinon. Ist sehr, sehr teuer, deswegen nehme ich es häufig nicht. Aber wenn man nachher so einen Infusionsbaum hat, dann kann man das als Infusion mit reingeben. Steigert natürlich den intrazellulären Stoffwechsel. Es gibt sehr gute Allgemeinvitamin-Mineralkonzentratpräparate. Das ist also bei mir, ich mag gerne das Nutrient, das Omnivit, das Prodialvit oder das Mineral 650. Dann gibt es starke Antioxidantien, die auch die Entgiftung anregen. Das Glutathion gibt man IV als Tationil-Ampullen. Das Acetylcystein ist also eine Aminosäure, die nachher auch im Körper zum Glutathion umgewandelt wird. Das sind also die stärksten intrazellulären Entgiftungssubstanzen. Vitamin C ist natürlich für die Entgiftung. Das so, glaube ich, als wesentliche Antioxidantien. Aber da können Sie eben halt auch wirklich viel machen über Ihre Smoothies. Sagte ich ja schon, über die Ernährung. Wir reden jetzt über die Sachen, die Sie zu der Ernährung vielleicht zusätzlich machen können und auch mal eine Zeit lang machen sollten. In der Ernährung nutzen Sie natürlich einfach bei den Smoothies. Sie können ja auch also von den ganzen Vitamin C reichen oder Antioxidantien reichen, Obst- und Gemüsesorten und Ananas und Kiwi und Acerola. Es gibt aber eben natürlich auch, was ich auch toll finde, einfach Trockenobst. Also ich habe jetzt versuche meinen Kindern nur noch irgendwie Trockenobst und Nüsse anzubieten, natürlich in Bioqualität, dass sie einfach auch, wenn sie naschen, dann naschen sie einfach mit Sachen, die eine hohe antioxidative Wirkung haben. Dann kommen wir zu den Pilzen und Parasiten. Ich habe schon gesagt, ob man an diese Theorie glaubt, ist dahingestellt. Es ist mir egal, ich teste es. Meine Lieblingsmittel gegen Pilze ist das Amphomoronal und das Ketoconazol als Diflucan. Die teste ich. Das Amphomoronal kann man länger geben, hat noch meistens keine Nebenwirkung gemacht. Problem ist natürlich immer, die Sachen wirken im Darm. Wie hoch fluten die an, wenn der Pilz quasi die Darmwand überwunden hat und dann quasi im Tumor steckt? Das dauert ein bisschen. Es gibt pflanzliche Pilzmittel, das sind also vor allem dann verschiedene ätherische Öle, die auch antiparasitär wirken, Teebaumöl, Oreganoöl, Nelkenöl, das Aloe Vera als Saft, auch da gibt es verschiedene Hersteller, sollte man mal gucken, welche Pflanze in welcher Konzentration. Da gibt es verschiedene Kräuter, es gibt eine Kräuterformel Parasiten-X, das ist vom Hersteller NHC aus Süddeutschland, also Nature Health Concept heißen die. Eine Kräuterformel Intest, das ist von Tissot, die Rizole. Da gibt es verschiedene Rizole, die man auch testen kann. Das Artemisinin hatte ich schon erwähnt. Auch die Karde ist eine Pflanze, die unter Borrelien wirkt. Wirkt auch bei einigen anderen Parasiten. Dann Frau Clark benutzt Schwarz-Walnuss-Tinktur, Wermut und Nelkenöl. Auch die Sachen kann man testen. Ja, dann gibt es noch das Mebendazol, das Metrodinazol. Das sind aber wieder schulmedizinische Präparate, die ich selten verwende. Aber manchmal, wenn Sie testen, klar ist das so. Es gibt dann, ich sagte schon, den sogenannten Zapper oder die Roy Rife Frequenzen. Auch den Time Waver Home werde ich jetzt demnächst mal testen, der auch angeblich so einiges in diese Richtung können soll. Einige verwenden noch von früher Chinin. Chinin, Sie wissen es, war mal Malaria-Prophylaxe, wirkt auch auf einige Parasiten. Ich habe keinerlei Erfahrung damit. Ich habe es auch erst mir jetzt im Rahmen dieser ganzen Zusammenstellung bekommen oder sozusagen mal notiert zum Testen. Das Medikament heißt Limtar. Jetzt kommen wir über die Mitochondrien. Wir haben schon gesagt, natürlich auch dazu, die Energie im Körper zu steigern. Also wir müssen das Elektropotenzial steigern. Das heißt, der Körper muss wieder seinen Strom haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, gutes Wasser, dieses hexagonale Wasser, darüber baut der Körper seinen Strom auf. Im Übrigen wird die Bildung des hexagonalen Wassers verstärkt durch Licht. Also das heißt, Sie können auch Ihr gutes Wasser einfach mal in die Sonne stellen. Also es ist nicht verkehrt, genauso wie es nicht verkehrt ist, uns mal für eine Stunde einfach mal sehr entkleidet in die Sonne zu setzen. Die Mineralien spielen natürlich eine Rolle. Ich habe schon gesagt, das Zelmin, das Mineral 960, es gibt auch das Pulrich Vitalsalz, das sind jetzt einfach nur vier Mineralien, also Magnesium, Kalium, Calcium sind Magnesium, Calcium, Natrium. Aber es sind eben halt schon mal die vier großen Elemente. Sie können Basenbäder nehmen. Also es gibt verschiedene Basenpräparate zum Entsäuern, aber eben zum Beispiel auch der Körper benutzt natürlich die Elektrolyte, um seinen Energiehaushalt aufzubauen. Es macht beim Entsäuern macht es Sinn, also wie gesagt mit den Basenbädern, ich sagte schon, man kann aber auch mal einfach zum Beispiel Strümpfe anziehen und die einfach mal oder Fußbäder, Basenfußbäder,
Es macht Sinn, dass man kann dieses PH-Papier, das gibt es ja von Uralüt oder auch bei dem Bullrepitarsalz ist das unten drin. Wenn man den Urin-PH misst, bitte nicht morgens messen. Morgens ist der Urin sauer, das muss er auch sein, weil über die Nacht viele Säuren angefallen sind. Aber wenn Sie dann aufgestanden sind nach 3-4 Stunden, also wenn Sie um 8 aufstehen, dann noch 1 Liter Wasser getrunken haben, dann sollte dann so nach 3-4 Stunden der Urin-PH auf 7 gehen. Ein guter Hinweis ist, man kann auch einige verwenden den Speichel-PH, weil die sagen, der Speichel im Mund könnte am ehesten den pH-Wert in der Zelle korrelieren. Ansonsten über das Blut, da ist der Wert bei 7,4, da ist er relativ konstant, da können wir nicht viel sehen. Wir wissen nicht genau, wie der pH-Wert in der Zelle ist. Dann kommen wir zu der antientzündlichen Komponente. Auch das habe ich schon eindeutig darauf hingewiesen. Wir müssen die Omega-6-Zufuhr erniedrigen. Am besten indem wir tierische Produkte, Sojaprodukte deutlich, deutlich reduzieren. Mais auch reduzieren, aber eben vor allem die tierischen Produkte, weil die Tiere damit extrem gefüttert werden. Omega-3 zuführen. Also Leinöl, Weizenkeimöl, aber wir kommen vielleicht als am Fischöl nicht ganz vorbei, weil es die höchsten EPA und DHA-Konzentrationen hat. Das sind die wichtigsten Substanzen, die das Leinöl nicht hat. Und wer nun überhaupt kein Fisch essen will, das kann man dann mit Algenöl. Das ist ein bisschen teurer, aber auch noch sehr, sehr gut. Es gibt andere entzündungshemmende Substanzen, also Kurkumin hatte ich schon, Teufelskralle, Weihrauch, Silizium, Ingwer, die verschiedenen Öle, Rhizole, Oreganoöl, Teebaumöl hatte ich schon erwähnt. Also viele Substanzen wirken auf verschiedenen Aspekten, also deswegen macht es Sinn, die auch miteinander ein bisschen zu kombinieren. Wenn man an die intravenöse Therapie gehen will, die ist natürlich hoch effektiv. Ich mache es nicht, weil es einfach, ich arbeite auf verschiedenen Ebenen. Ich arbeite im Geist, im Körper, der Seele. Ich bin auch keine Krebs-Schwerpunktpraxis. Also wie gesagt, bitte kommen Sie nicht zu mir. Ich sage es nochmal, ich behandle gerne alles. Aber ich kann einfach nur eine begrenzte Anzahl von Tumorpatienten verkraften. Aber wer das macht, soll sich bitte mit der Flora-Apotheke in Hannover, ich habe schon zweimal gesagt, mal in Verbindung setzen. Man verwendet dort das Amygdalin, also das B17, das Ubiquinon, das Q10. Es gibt das Zitronensäurezyklus-Heal, das sind Homöopathiker, die den Zitronensäurezyklus wieder anregen sollen, also die Energiegewinnung. Folsäure, Hepamerz, Vitamin C, sogar bis zu 25 Gramm. Das Tationil, das sind 600 Milligramm Glutathion. Die Alpha-Liponsäure, die hatte ich schon bei der Entgiftung erwähnt. Eine ganz wichtige Substanz, Selen als Selenaseampullen, Dekostriol als Vitamin D und das Dichloracetat und Lysin, das sind auch noch Substanzen, die man da quasi mit applizieren kann. Das sollten aber Menschen machen, die in der Zusammensetzung wissen, dass es wie alles intranös, wie man das gibt, wie das zusammenpasst. Weil natürlich, wenn man Oxidantien gibt, dann sollte man die Antioxidantien, sollte man ein Zeitfenster aussparen. Zum Beispiel jetzt mal zum MMS oder zum Chlordioxid empfehlen viele, das quasi im Laufe des Tages zu machen, während dann zur Nacht man eher die Antioxidantien gibt. Das macht natürlich auch Sinn, dass man nicht quasi, wenn Sie jetzt Ihre Smoothies machen mit ganz vielen Antioxidantien und ganz viel bunten Obst und Gemüse, dass Sie dann zum Beispiel ein Oxidans nehmen, das quasi die wieder wegnimmt. Da muss man so ein bisschen gucken oder testen. Ich habe es ja schon gesagt, suchen sich jemand, der tatsächlich vielleicht auch der in der bioenergetischen Testung Ihnen da ein bisschen helfen kann. Lernen Sie selber das Testen, machen sich nochmal schlau. Sie müssen jetzt nicht alles an diesen Substanzen haben, sondern wenn Sie, ich teste meistens 5, 6, 7 Substanzen aus jeder Substanzgruppe, mal 1, 2, 3 Sachen dann kriegt das so ein bisschen Form. Also ich habe noch zum Schluss noch vergessen, die Darmsanierung. Der Tod lauert im Darm, ist ja ein geflügeltes Wort in vielen alternativen Therapien. Ich habe schon gesagt, die Dysbiose, also durch Antibiotika, durch Cortison, durch zu viel Zucker, durch Schwermetalle, durch Toxine, führt eben dazu, dass eben diese Pilze, Parasiten, Anaerobia im Darm überwuchern. Und dadurch, dass die dann eben bei der Tumorerkrankung zumindest möglicherweise mit beteiligt sind, macht es Sinn, die natürlich zu behandeln. Sie behandeln die, indem sie, was machen? Zuckerfrei, ganz richtig. Indem sie alles, was quasi den Darm stresst, also alles, was Nahrungsmittelunverträglichkeiten macht, wie Weizen, ist nicht der Urweizen, den wir essen, sondern der ist hybridisiert. Das hat nichts mehr mit dem Weizen zu tun, der Naturweizen ist. Und wenn er gemahlen wird, dann hat er sozusagen auch seine Lebensenergie nicht mehr. Also dieser Weizen, den sollte man meiden, weil er tatsächlich sehr allergen ist. Genauso gilt das für Milch, Milchzucker. Wie gesagt, die tierischen Eiweißprodukte mal ein bisschen meiden. Ich selber, ja, trinke Milch eigentlich gar nicht mehr. Ab und zu im Notdienst kommt nochmal ein Cappuccino, kommt es nochmal vor. Aber man kann das tatsächlich also mit
mit Reismilch, mit Hafermilch oder auch mit Mandelmilch kann man da eigentlich ganz, ganz leckere Alternativen sozusagen für sich entwickeln. Da gibt es dann zum Darm, also dann Pilze, Parasitenentfernung, habe ich schon erzählt. Und zum Darmaufbau gibt es verschiedene Darmflora-Präparate. Mein Liebling ist das Proemsarm von Tissot. Ich bekomme kein Geld von Ihnen. Ich sage es nur einfach, weil das sind sogenannte effektive Mikroorganismen. Es gibt aber auch das Lactoferrin. Es gibt dann das Symbioflor, Mutaflor, Prosymbioflor, das Probiotik. Dann gibt es natürlich von Enderlein die homöopathischen Mittel Unikel, Notakel, Quentakel und Unilin. Die teste ich aus, habe ich nicht so viel Erfahrung mit und teste bei mir auch nur, geht so. Es gibt dann noch ein Homöopathikum, das ist Carcinosin. Damit habe ich auch noch keine Erfahrung. Das ist quasi aus dem Brustkrebsextrakt gewonnen worden. Soll sozusagen homöopathisch, seelisch wirken, als so auf den Menschen mit dem Typus, der auf das Leben, auf die Freude des Lebens verzichtet, als Folge von Unterdrückung und Ohnmacht. Das ist erstmal so ein wesentlicher Scanzettel. Das ist jetzt viel, viel an Informationen, viel, viel an Input, was ich Ihnen da gegeben habe. Fassen wir es einfach mal ganz kurz zusammen. Ich glaube, es gibt irgendwelche Gründe für Krebs. Und wenn Sie mal in das Innere hören, schauen Sie mal, wie Sie bisher gelebt haben, wie bewusst Sie gelebt haben. Vielleicht ist sozusagen dieses Krankheit als Weg oder Krankheit als Chance, wie Herr Dietrichsen sagt, einfach mal einen Moment mal innezuhalten, um mal was zu verändern. Nehmen Sie die Chance wahr, die sich die Ihnen da bietet. Der Körper, es gibt ja manchmal die Momente, wo das Unterbewusste sagt, ehe ich das nochmal erlebe, da gebe ich mir lieber die Kugel oder werde krank und dann erleben wir das nochmal, weil wir ganz gewisse Sachen aus Not, aus Angst, aus Unterdrückung, aus Ohnmachtsgefühlen, aus Prozessen, die wir nicht klar regeln können, die wir da einfach quasi dann tatsächlich nicht ändern. Und es macht Sinn, wenn Sie in Ihr Herz gehen, wenn Sie Ihr Leben leben, wenn Sie Ihr Leben genießen, wenn Sie sich freuen, wenn Sie sich auf die urtümlichen, wichtigen Sachen des Lebens besinnen, nicht auf Konsum, nicht auf Geld, auf, wenn Sie Zeit haben für Sachen, die Ihnen Spaß machen, sehen Sie zu, dass Sie einen Job machen, der Ihnen Spaß macht, sehen Sie zu, dass Sie mit dem Stressmanagement gut umgehen, sehen Sie zu, dass Sie Liebe in Ihrem Leben sein lassen, zu Ihren Menschen, zu Ihren Tieren, zu Ihrer Umwelt, sehen Sie zu, dass Sie viel lachen, dass Sie Freude haben, dass Sie einfach natürlich Ihre Ökologie verändern. Wenn Sie Ihre Ökologie zur Welt verändern, verändert sich auch die Welt Ihre Ökologie zu Ihnen. Das heißt, dass Sie sich möglicherweise tierfrei ernähren. Das heißt, dass Sie gutes Wasser trinken, dass Sie mit Liebe bedacht in Ihrer Umwelt agieren, dass Sie bewusst schauen, was Sie an Giftstoffen verwenden, was Sie der Natur antun. Die ganze Welt, Krebs ist ein Ausdruck sozusagen einer wirklich auch, dadurch, dass er zunimmt, einer durchweg auch kranken Welt, die es zu verändern gilt. Wenn wir sie nicht im Großen verändern, müssen wir sie im Kleinen verändern. Wenn Sie ein Rädchen, weil Sie sind ja auch ein Teil des Ganzen. Und auch Ihr Bewusstsein ist Teil eines möglicherweise kollektiven, göttlichen Bewusstseins. Sehen Sie zu, dass Sie herausfinden, was sozusagen möglicherweise Ihr Lebenssinn ist, wo es hingeht, wo Sie herkommen, was Ihnen Spaß macht und wenn Sie möglicherweise eine unsterbliche Seele sind, was vielleicht Ihre Lebensmission ist. All das sind Prozesse, in denen ich hoffe, einen kleinen Denkanstoß gegeben haben zu können. Es gibt verschiedene Bücher. Mein Ziel war und ist es, sozusagen aus dem ganzen großen Durcheinander, das Sie da kriegen, einfach mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Und wenn Sie das einfach mal nehmen, vielleicht auch diese empfohlenen Bücher, diese empfohlenen Kontakte einfach mal nehmen, dann wissen Sie so ein bisschen, wie Sie Struktur reinkriegen. Und dann haben Sie auch, dann habe ich Ihnen, glaube ich, vielleicht mit diesem Vortrag einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen Angst und Panik und Stress erspart, weil Sie können sich daran halten und Ihr Weg wird Ihre Heilung sein. Es ist kein Versprechen auf Heilung. Weil, wie gesagt, Krebs ist eine Krankheit, von der wir nicht wissen, wie sie funktioniert, wo sie herkommt. Aber es ist eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und ihre Heilung selber in die Hand zu nehmen. Ich bedanke mich. Ich wünsche Ihnen alles Glück und jeder, der diesen Film sieht, ich wünsche Ihnen, wenn Sie betroffen sind, viel, viel Erfolg in allem. Wenn Sie diese Thematik ansprechen, geben Sie mir ein kleines Feedback, vielleicht unten im YouTube-Film. Und wenn Sie meinen, ich sollte mal ein Buch darüber schreiben, ich weiß nicht, ob ich mich traue, aber vielleicht werde ich es dann tun, weil der Bedarf dann doch da ist. Okay, vielen, vielen Dank, Ihnen alles Gute.